Wallet Ninja. Habt ihr jemals nachgedacht, wie nutzlos Visitenkarten sind? Sie haben zwar gewisse Vorteile, aber nicht viele. Experten aus den USA haben beschlossen, dies zu ändern. Das Unternehmen Wallet Ninja hat sich überlegt, wie eine Visitenkarte in ein universelles Multitool verwandelt werden kann. Das Ergebnis ist ein Objekt, das bis zu 26 Instrumente kombiniert. Wallet Ninja wird zu einem Dosenöffner, Obstschäler, Flaschenöffner, Lineal, Brieföffner, Boxenöffner, Telefonständer, Brillen, Kreuzschlitz und Schlitzschraubendreher. Diese Visitenkarte landet bestimmt nicht im nächsten Mülleimer. Es stehen mehrere Farben zur Auswahl. Der Preis beträgt ab $2,45. Kydex Keychain Chef. Und das hier ist eine weitere Erfindung, die sich perfekt für einen Mann eignet, der alles Notwendige und Wichtigste zur Hand haben will. Kydex Keychain Chef ist eine Entwicklung des US-Unternehmens Clip & Carry. Das Tool kombiniert einen Schlüsselbund und einen Gerber Dime Multitool-Halter. Da wir unsere Schlüssel ständig bei uns haben und selten vergessen, bleibt das Multitool garantiert nicht zu Hause liegen. Der Preis dafür beträgt 17 US-Dollar. B2 DogTag. Häufig denken wir, dass persönliche Schutzausrüstung immer riesengroß sein muss und uns gefährlich aussehen lässt. Die US-Firma Bomber & Company beweist, dass dies nicht immer der Wahrheit entsprechen muss. Das Unternehmen bietet ein scharfes, echtes Messer an, das jedoch überhaupt nicht wie ein Messer aussieht. B2 DogTag wird als stilvolles Accessoire um den Hals getragen. Es ähnelt vor allem einer Erkennungsmarke. B2 DogTag ist ein cooles Mittel zur Selbstverteidigung. Die Klinge ist 2,5 cm lang. Außerdem vorhanden ist ein durchdachtes Schloss, das ein versehentliches Öffnen des Messers verhindert. Dieses Messer ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und eignet sich nicht nur zur Selbstverteidigung, sondern auch für einige Arbeiten. Damit kann man beispielsweise ein Seil schneiden und einen Stock schärfen. Die Kosten ab 40 US-Dollar. Nightcore MT-21C. Es ist unmöglich, einen Notfall vorherzusagen. Alles, was in unserer Macht steht, ist es, zu versuchen, sich im Voraus darauf vorzubereiten. Das folgende Gerät soll dabei helfen. MT-21C der chinesischen Firma Nightcore ist eine Taschenlampe, bei der jedes Detail durchdacht ist. Die Taschenlampe ist sehr multifunktional und wurde für den taktischen Einsatz konzipiert. Sie hat einen um 90 Grad schwenkbaren Lampenkopf und bietet damit vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die verbaute Cree XL HD V6 LED leistet maximal 1000 Lumen. Bedient wird die MT-21C durch den Frontschalter am Lampenkopf. Die Lampe hat eine sehr gute Kerzenstandfähigkeit. Sollte sie dennoch einmal herunterfallen, hält sie einiges aus. Sie hat ein robustes Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung und eine gehärtete Linse aus Mineralglas. Zusätzlich zu den 5 Lichtmodi gibt es noch 3 besondere Modi, nämlich Strobe, SOS und Beacon-Modus. Der magnetische Batteriedeckel erhöht die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich. Der Batterie- bzw. Akkudeckel ist magnetisch, dies erhöht die Einsatzmöglichkeiten. Du kannst die Taschenlampe an deiner Hose, in der Hosen- oder in der Brusttasche bei dir tragen. Du kannst die Lampe auch am Ring aufhängen oder mit Hilfe des Magneten befestigen. Einfach optimal. Das Tool kostet 60 US-Dollar. Feuerzeug Explorer. In einem Notfall ist es nicht weniger wichtig, Feuer machen zu können. Dafür eignet sich das folgende Feuerzeug von Explorer.
Es verwendet Strom als Brennstoff und erzeugt kein Feuer, sondern einen doppelten Plasmabogen. Dieser ist praktisch, wird nicht vom Wind ausgeblasen und arbeitet sogar dann, wenn es ins Wasser fällt. Das Gehäuse ist langlebig, wasserdicht und verfügt über einen USB-Anschluss zum Aufladen. Dieser Vorgang dauert etwa 2 Stunden. Eine einzelne Batterieladung reicht für bis zu 200 Anwendungen. Somit ist das Explorer-Feuerzeug nicht nur praktisch, sondern auch umweltfreundlich. Die Kosten ab 30 US-Dollar. Kleidung von Unbound Merino. Das Problem, welches jeder Reisende kennt, ist der ewige Platzmangel im Gepäck. Auf einer Reise benötigt ein Mensch mehrere Kleidungsstücke. Man packt also seinen Koffer, gibt ihn am Flughafen am Schalter ab und wartet am Reiseziel wieder auf seine Sachen. Experten des kanadischen Unternehmens Unbound Merino haben darüber nachgedacht, wie sich Menschen helfen können, dieses Problem zu vergessen, und sie haben eine geniale Lösung gefunden. Dies ist eine neue Generation von Kleidung, die auch nach 2-wöchigen ununterbrochenem Tragen frisch, sauber und frei von unangenehmen Gerüchen bleibt. Die erste Kampagne wurde 2016 gestartet und beinhaltete T-Shirts, Höschen und Socken. 2 Jahre später begann Unbound Merino erstaunliche Hoodies anzubieten. Der Unbound Merino Hoodie aus einem einzigartigen, ultradünnen Material. Zusammengeklappt nimmt es nicht mehr Platz ein als ein normales T-Shirt. Trotzdem ist er mega bequem. Die Merino-Wolle fühlt sich angenehm an und speichert die Wärme, wodurch der Mensch auch bei kalten Temperaturen nicht frieren muss. Die Entwicklung dauerte 18 Monate. Der Hoodie kann wie alle anderen Kleidungsstücke von Unbound Merino mehrere Wochen lang ohne Waschen getragen werden. Der Stoff hat antibakterielle Eigenschaften, nimmt keine Gerüche auf und leitet Feuchtigkeit von der Haut weg, sodass sie atmungsaktiv bleibt. Die Kosten etwa 165 US-Dollar. Philips 9000 NL. Die folgende Erfindung hilft, Hygiene und Ordnung auf dem richtigen Niveau zu halten. Mithilfe der exklusiven Lasertechnologie erzielt der Bartschneider 9000 von Philips ein perfektes, symmetrisches Ergebnis. Der Barttrimmer punktet zusätzlich mit einer exzellenten Schneideleistung dank doppelt geschärfter Metallklingen. Die sichere Verwendung des Lasers für zu Hause wurde getestet. Die Klingen schärfen sich selbst, indem sie beim Trimmen leicht aneinander reiben und haben dadurch eine lange Lebensdauer. Es gibt 17 Längenschnitte zwischen 0,4 und 7 mm. Man dreht einfach das Zoom-Wheel, bis die gewünschte Länge angezeigt wird. Wenn man den anpassbaren Kammaufsatz abnimmt, erhält man darunter einen zweiseitigen Präzisionstrimmer mit einem 32 mm breiten, leistungsstarken Trimmer auf der einen und einen 15 mm breiten Präzisionstrimmer auf der anderen Seite. Optimal für die Verwendung an schwer erreichbaren Stellen, wie zum Beispiel unter der Nase und um den Mund. Das Gerät kostet 100 US-Dollar. Beard Bib. Da wir über das Rasieren sprechen, wollen wir eine Erfindung erwähnen, die zusätzlich Zeit sparen kann, welche normalerweise für die Reinigung des Badezimmers aufgewendet wird. Beard Bib kostet nur 30 US-Dollar, ist aber eine sehr coole, clevere Lösung für alle Bartträger. Der Beard Bib wird einfach um den Hals gezogen und mit Saugnäpfen an Fliesen oder Spiegeln befestigt. Beim Barttrimmen landen alle Haare nun nicht mehr im Waschbecken oder auf dem Boden, sondern werden einfach aufgefangen. Keine Bartstoppel mehr auf dem Boden oder im Waschbecken. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und noch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.